So, ein herzliches Willkommen hier zurück zu Until Dawn. Wir sind mit Sam am Weg zur Cyberstation. Was? Das Tor ist kaputt, kletter rüber, Chris. Hochklettern. Sicher, wenn man keinen Stress. Vor dem habe ich am meisten Angst. Für was wir sind. Für was nur eine gefährliche Variante vorschlagen, aber das ist zum Warmspringen mit Entscheidungen. Ich bin nur froh, dass das mit Hannah, dass das so kommen musste, weil ich lasse doch nicht die eigene Schwester aus. Aber na gut, weiter geht es. Hast du Hunger? Huh? Nicht bewegen. Echt süß. Oh, Eigenschaften, Beziehungsstatus. Cool. Ja, das wird noch. Jetzt wird erst mal kennenlernen sein. Cool. Und das haben wir eh vorhin gelesen. Und wir haben schon wieder eins. Okay. Ein Führungstotem. Und wir haben auch was Neues hier freigeschalten. Und wurden Wahnsinn. Boah, okay. Schon ist das nicht, Mann. Wurden wahnsinnig. Ereignisse aus der Vergangenheit. Ich muss mir das nochmal anschauen. Vogel fliegt weg und das war. Oh, wie hat der geheißen? Mike? Steht da? Die Vergangenheit liegt außerhalb unserer Kontrolle. Du steckst nicht da drin, oder? Hallo, was haben wir denn hier? Na, wir lassen es. Ich würde lieber nicht in den Sachen von Chris. Okay, Chris, das war jetzt im Endeffekt. Hey, du bist hier. Chris ist verknallt in Ashley. Beschützerisch, humorvoll. Methodisch. Oh, also, ich hab da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Na gut, gleich hier drüben. Wenn man Status-Update übrigens. Gesucht, Malcolm Richter, Geschlecht männlich, Größe 1,88, Blackwood Pines,
Am 16.03.98. Gesucht in Verbindung mit voraussichtlicher Brandstiftung ersten Grades und mehreren Morddrohungen. Scheiße, redaktieren. Juli 98. So viele Sachen am Anfang. Okay. Das ist der Unbekannte, okay. Was ist das? Ah, okay. Es war zwar respiriert, drum freute sich Chris uns zu sehen. Hätten wir jetzt geschnüffelt, hätte er sich nicht gefreut uns zu sehen. Tada! Oh ja. Ziemlich krass, oder? Ja! Komm schon, das sind coole Babys! Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Chris. Okay, los geht's. Oh, okay. Okay. Ups, das habe ich verdrückt. Ich glaube nicht, dass deine Ziele weglaufen werden. Gut. Okay, schaut schon mal cool aus. Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay, ich bin böse. Ich bin böse drauf. Ich bin also dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feind. Na, das glaube ich nicht, Kleiner. Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Ich hab dich erwischt! Hey Scharfschütze, die Bahn kommt! Schmeckt längst effekt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus! Komm schon, vielleicht war ich das. Ah, ich könnte ihn jetzt nicht erschossen, aber ich dachte mir, Sam hat es zuerst gemocht. Wenn ich da jetzt durchschieße, dann mag mich Sam wieder nicht. Hey, viele Sachen zum Überlegen auf jeden Fall, aber. Wir steuern jetzt auf jeden Fall. Chris. Echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, echt jetzt. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Ein Jahr ist cool. Hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Na gut, auch wir haben ja einen Schlüssel. Dann passt es ja. So, gehen wir mal da rein. Ach, ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Das heißt wohl warten. Hotel und Sanatorium für einen gesunden Körper und Geist. Um zu zeigen, wie reich man ist? Wir sind nicht so reich. Ihnen gehört bloß ein Berg. Da ist er.
ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber... Okay. Gut. Steigen wir da auch an. Ist wie beim Abschlussball. Und los geht's! Ja, auf ins Abenteuer! Ich hoffe, wir tun das Richtige. Was? Ja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, nein. Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorne. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbar. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt. Schmetterlingseffekt, ja. Stimmt. So gesehen. Versteht man schon langsam diesen Schmetterlingseffekt. Jess, Mikes neue Freundin. Gutgläubig, respektlos, selbstsicher. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute. Zeit, sie zu begrüßen. Oh, was war das denn? Jess, hey. Jessica, hierher. Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lässt uns bitte hier raus. Bitte, bitte. So. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein angenagt. Ach, geht, Chris. Ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Mhm. Hey! Ja, ja, ja. Was ist denn das? Chris! Meine Güte! Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris? Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Ja, erklären. Mike und Em sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow. Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. Em ist raus, ich bin drin. Oh. Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug gesagt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ach, ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam. Oh, hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Ab und zu. Ich, hätten sie die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Emily, Mikes Ex. Einfallsreich, überzeugend, intelligent. Dann wär's nicht mehr so malerisch. Matt, Emilys neuer Freund, ehrgeizig, sportlich, motiviert. Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Benedo. Gänsehaut. Wir sind fast da. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh, ja. Es wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Bestimmt nicht eine normale Fahrt. Ich meine, was glaubst du? Uah!
Mike. Überzeugend, engagiert, intelligent. Zu Emily's geil. Ex, Jess Neuer. Du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lass uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Ja, begrüßen. Wir sind alle Freunde. Michael. Ich spreche es jetzt einfach an, ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das. Lasst uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Mäh. Verstanden. Ich sehe es ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut, wir knutschen auf jeden Fall. nein, ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Okay. Bis dahin. Na gut. Oh Mist. Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann ich warten. Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Ich weiß ja, was sie vorhat. Sie geht zu Mike. Das könnte ich, aber ich bin der nette Kerl einmal. Und vertraue. Okay, gut. Wenn es so wichtig ist, dann spiele ich Packesel für den Rest des Wegs. Aber du schuldest mir was. Entschuldigung. Na, dann sind wir eben quitt. Was? Ich überleg's mir. Sei aber vorsichtig. Boah, ich würde sofort hinstellen. Dank dir. Ashley. Ist verknallt in Chris. Neugierig, offen, fleißig. Wow, hallo. Du bist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Okay, so war es also. Und jetzt kommt Matt dann, wahrscheinlich, weil der Herr am Weg zur Hütte ist. Okay. Oh Gott! Hey! Ich wusste sogar, dass er kommt. Aber so nicht. Ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, ja, also, Matt? Ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, wow! Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay. Schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Ja, klar. Soll ich es anschauen, wirklich? Da bin ich ehrlich. Klar, wenn du willst, ziehst dir rein. Nur zu. Okay. Verdammte Scheiße! Ist das dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Ja, der läuft bestimmt nicht. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. War es schon jemals nichts bei Em? Ja. Jessica. Obere Seilbahnstation. Das ist so, ist ich glaube, sein Handy. Süchtlerin. Oh, das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Ganz schön über.
ich, keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Und Quicktime Event Bug. Au! Klasse. Wo versteckst du dich, kleines Vögelchen? Wow! Hey! Oh! Hallo! Komm schon! Hey Mike! Diesen Vogel, das ist in diesem Totem. Mark, Bank, Totem. Da. Du kannst dich nicht verstecken, Michael. Warum soll ich den Vogel abschießen? Ja, warum soll ich ihn abschießen? Ich habe keinen Grund dazu. Das ist in dem Totem passiert. Und jetzt... Fuck. Jessica, die Schneemann-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Stimmungskiller. Okay. Okay, jetzt bist du dran. Womit bin ich dran? Tja, da fällt mir mindestens eine Sache ein. Ja? Aber du musst noch warten. Bis später. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja, auch wenn es hier echt schön ist. Einer atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange, vorausgesetzt. Ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zum Tode. Hier. Und da kommt noch einer mit Salbern. Ja. Und den Arzt sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein, ciao.